So ein Kack, dann sind jetzt auf jeden Fall 5 Gefangene. Ach. Okay, normale Sicherheit. Eigentlich wollte ich ja dann da einen zweiten Bereich machen, aber das machen wir trotzdem. Und dann werden die halt umgezogen, die ganzen Idioten, die sich hier daneben benehmen. Natürlich erst, wenn das restliche Gefängnis voll ist, aber wir werden dann umgezogen, die Herrschaften, die Herr Damen, Dings. So, jetzt können wir wieder schneller machen. Ich wollte ja nur rausfinden, ob das eventuell die Mütter sind. Sie sind. Da wird fleißig gefällt, das finde ich gut, das gibt uns Geld. Oh, unfreiwillig gereimt. Ich finde es auch gut, dass hier der Organisationstrakt, Bürotrakt, wie auch immer, völlig abgegrenzt ist. Da kann schon mal da nicht viel passieren. Es kann natürlich immer noch das Ding explodieren, wie im letzten Let's Play, in der letzten Staffel. Das wäre natürlich immer noch nicht toll, aber ja, das haben wir ja schon erlebt. Ist ja nichts Neues da. Ja. Läuft ganz gut. Ich würde nur gerne nach und nach mal auf was Positives kommen hier. Vielleicht bei den nächsten eingelieferten Gefangenen. Wir geben jetzt auch wahnsinnig viel für Bäume noch aus. Ich bin mal gespannt, da 950 Exporte. Aber das zählt erst für den nächsten Tag, ne? Also jetzt quasi der jetzt beginnt. Ich habe keine Ahnung. Da kommt nochmal Geld für Exporte hinzu. Hinaus mit euch. Nochmal 800. Wird hier nicht eingetragen. Also zählt vielleicht erst für den nächsten Tag. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das zumindest eine kleine Einnahmequelle, die wir uns noch gönnen können. Objekte, war das Objekte, wenn ich das hier demontieren möchte? Jawohl. Ich weiß, es ist nicht nötig, aber ich tu's. Baumausrüstung, Elektroschocker. Nur Kosten kommen auf uns zu. Trotzdem haben wir aber ganz akzeptables Kapital noch. Ich könnte jetzt auch einfach den Rest der Zellen schon mal vorbereiten. Die kosten mich ja letztlich gar nichts. Ich glaube, das tun wir. Und die Arbeiter haben auch nicht wirklich was zu tun. So, schauen wir mal. Den hier. Machen wir mal nur ein kleines Stückchen. Zack. So, ne? Jawohl. So. Und so. 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 Und dann muss ich noch die letzte Zelle. Ein bisschen zu viel mitgenommen. Und diesen Bereich noch. So und so. Was war da gerade? Da war doch Alarm, oder? Ach so, bestimmt irgendwie Waffen oder sowas. 4 Gefangene. Also eine Mutti durfte schon gehen. Nee, gar nicht wahr. Die der normalen Sicherung, die schwirrt bestimmt hier oben rum jetzt, oder? Oder die wurde. Weiß ich gar nicht. Wo ist sie? Wo ist die Frau? 2 haben wir jetzt. Boah, leck mich doch. Einsatz. Da ist normale Sicherung. Und warum wird das immer. Ah, kein Kantinenzugang. Ärgerlich. Das ist natürlich blöd. Okay. Planungstool. Tada! Unser Lieblingstool. So, was hier auf jeden Fall Bedingung ist, ist, dass hier ein Dreiergang bleibt. Also quasi dieser. Und ich habe da einen Fleck vergessen. Ich hab's gesehen. So. Dieses Gebäude wird schon mal. Also dieser Bereich wird schon mal benötigt. So, dann machen wir das genau wie hier, ne? Halb und halb. Halb und halb, halb und halb, halb und halb. Halb und halb. So, da haben wir 42 Meter. Das bedeutet, wir müssen bei 21 hier. Da die Mauer ziehen. Und jetzt mal schauen, wie groß ist das hier?
Zwölfmal, war das 12x12? Jawohl. Und das Ding können wir dann einfach da reinsetzen und klonen. Haha! 12x12. Da. Und das sieht fast genauso aus. Jetzt müssen wir nur noch erstmal das Fundament setzen. Bauen Beton. Zack. Und dem Ganzen verpassen wir dann später noch Eingänge. Beziehungsweise jetzt. Große Gefängnistür. Kommt einen Abstand daher. Ah, da, da, da. So. Es füllt sich, das Gefängnis. Ja. Warten wir auf das Fundament. Das könnte aber dauern, weil da oben die ganzen Zellen noch gebaut werden. Oh, oh, oh. Nicht gut. Allerdings finde ich es echt ärgerlich, dass wir jetzt noch eine Kantine, also jetzt schon noch eine Kantine bauen müssen. Nur weil sich ein paar nicht benehmen. Vor allen Dingen, das da bietet so viel Kapazität für niedrige Sicherheit. Ja, ist einfach ärgerlich. Hier baue ich dann noch so einen Kantinenblock hin. Hier bleibt es bei Freizeit, bei, ja, in Anführungsstrichen Freizeit. Hier kommt noch ein Zellblock hin, aber niedrige Sicherung. Ich will keine High-Security-Sachen. Die töte ich direkt. Ich weiß nicht, was ich mit denen mache. Werden ausgewiesen. Schmeiße ich einfach auf die Straße. Gefesselt. So. Und ab und zu kriegen die einen Kinderriegel in den Mund gestopft. Das muss hier gesittet abgehen, liebe Frauen. Ich könnte jetzt einfach mit so ein paar Stereotypen um mich rumprügeln, aber ich lasse es noch. Alter. Die machen aber fleißig Sport. Oh, die hat echt... Die Gefangene hat eine coole Sonnenblau. Recreation. Mehrfache Verbrechen. So. Einkommen ist okay. Aber nur okay. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele Insassen jetzt für unsere Wachen. Aber das geht eigentlich noch. Ich glaube, wir machen mal 20 am letzten Tag. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Kohle. Boom. Nein! Machen wir den Hof allgemein zugänglich. Weil das ist ja jetzt total blöde gelaufen. Ich könnte auch hier zwei Kantinen hinmachen und dann hier zwei Höfe. Ja, geht eigentlich. Die Kantine. Ja, doch. Ja, das geht. Das machen wir so. Ich habe nicht ganz so intensiv nachgedacht über das da. Aber okay, das funktioniert. Kein Problem. Kein Problem. Kriegen wir hin. Schade, dann muss ich jetzt hier den Hof irgendwie bauen. Da ziehen wir auf jeden Fall Mauern drum. Dann kommen hier Höfe rein. Erstmal. Da. What the hell? Ach so, das war... Okay. So, da kommen jetzt ganz viele Mauern hin. Und dann kommen da doppelte Gefängnistüren hin. Nämlich an die Stelle, an die Stelle, an die Stelle und an die Stelle. So, und jetzt ist der Bereich nämlich fertig. Aber ich glaube, das kriegen wir geklont. So, Rechtsklick. Ziehen. Nein! Ach, das kann nicht wahr sein. Genau die Mauer fehlt. Okay. Oh, da ist trotzdem was schief gegangen. Welchen Bereich habe ich genau geklont? Die Wand und... Ja, er hat die Mauer nicht mitgenommen. Zack. Nummer 1 Klonung und... Ja. Ich hoffe, das klappt. Ich lasse sie jetzt erstmal bauen. Ich hoffe, das...